Hey Mann, na klar mag ich Party, aber scheiße ist nur, wenn du am nächsten Morgen wach wirst und du merkst, sie war bei dir. Völlig straff wie ein Stier, will ich dann meinen Nacken durchstrecken und sehe lauter Bierflaschen, Wurfecken. Hier liegen noch die Leute und wollen sich nicht bewegen. All meine teuren Geräte sehen aus wie nach einem Beben. Hungrig blick ich in den Kühlschrank, seh mein Tresor, mach mir Frankenkäsebrot. Da klingelt mein Telefon, deine Augen gehen auf und dir wird langsam was klar. Dein Alkoholverbrauch war wieder mehr als normal. Jetzt wird dir dein Magen wohl sagen, lass die Scheiße mal sein. Doch du denkst schon, beim nächsten Mal passt wieder was rein. Doch wieso ist da mein Tresor in diesem Kühlschrank? Jetzt mal ehrlich, steht jetzt auf, Jungs, bitte werdet endlich nüchtern. Die Decke ist Schrott, die ganzen Möbel bekotzt, aber solche Partys sind halt unvergesslich. Ich quäl die Augen auf, schnell ist die Lage gecheckt. Statt mit ner Muschi lieg ich wieder mal mit nem Kater am Bett. Meine Fahne weist darauf hin, dass ich saufen war. Richtig übel, der Blick in den Spiegel macht das Ausmaß klar. Grüne Haare wie ein Lemming, zwei blaue Augen und irgendwie hat man mir 6182 auf die Stirn geschrieben mit Edding. Wo ist das und was ist noch passiert? Mein Handy, Terminplaner alarmiert. Ich soll's auch kontaktieren. Der Sucht geht aus, bevor du selbst gehst. Auf dem Weg nach Hause denkst du, diese Party war der Hammer. Du spürst den Boden nicht, die Welt dreht sich um dich. Und du weißt, morgen kommst du gar nicht klar. Alter, scheiße, was haben die denn mit mir? Scheiße, Alter. Der Höhenflug wie auf dem Wunderteppich sorgt für den bösen Filmriss, trotzdem bleibt der unvergesslich. Hallo? Jo, Babbel hier. Moin. Was geht ab bei dir? Frag nicht, ich hab noch nicht kapiert, was hier passiert. Alter, ist hier gestern eine kranke Party gewesen? Alter, ich glaub die krankeste unseres Lebens, ey, wenn du wüsstest, wie ich aussehe. Wenn du wüsstest, wie's bei mir aussieht. Übelst Müll und Suffleichen, die ich nicht aus meinem Haus krieg. Nix mehr hier ist heil, Mann, als hätte ein Meteor eingeschlagen. Ah, ja. Und im Eisschrank, da steht mein Tresor. Sorry, was? Eisschrank im Tresor? Ja, ach, mir fehlt mein Zahlencode. Probier mal 6182. Hä? Ja, kam mir grad so. Alter, was ist gestern Abend bei dir geschehen? Na, jedenfalls wollten wir wohl, dass das die Party überlebt. Was denn? Mann, unser Diktiergerät. Ach, mit dem wir immer freestylen, vielleicht hatten wir ja die Idee. Drauf ist ne Melodie, die geht da 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 da. Ihr habt ne fixe Idee, euch trifft es wie ein Blitzschlag. Schnappt euch das Diktiergerät und haltet fest, was ihr sagt. Bevor der Kater es frisst, nimm dir einen Stift, schreib es auf. In Samt zermartert es dich und dir hilft keine Sau. Wir zwei, ja, wir zwei, wir sind genial. Fixe, wir sind Fixe. Halte den Moment dann erst unersetzlich. So wie diese Melodie und die ist unvergesslich. Alter Sohn, oh, ich freu dich, ey. Schön, schön. Ja, die ist schön, aber den glaubt uns keine Sau. Mann, geil. Super, das Glück haben wir nicht auf Kassette. Ich weiß ja nicht, wer an die Diktiergerät gedacht hat, aber... Ich glaub, das war ich. Ja, ja, geil. Ich. Und die Nummer auf deinem Schädel? Krass. Ebenfalls ich. Na, ja, wieder du, ne? Schön, wenn du das alles kannst, dann kannst du auch hier vorbeikommen. Denn hier sieht's aus wie Scheiße. Na? Kommen Sie mal. Bubble. Ey, Bubble. Mann, der Typ immer derselbe. Scheiße.